Es geht ab in Wut. Um zu wandern, zu erkunden, zu entdecken, zu werkeln, zu sammeln, verlassene Orte abzuchecken, um zu entspannen. Und auch um Spaß zu haben, die Freude an der Pracht von Mutter Natur und ihren Gaben. Hey, willkommen bei Ab in Wut. Mein Name ist Axel und heute geht's, ja offensichtlich nicht ab in Wut, aber egal, wenigstens in der Werkstatt, um Folgendes zu machen. Kienspanknöpfe. Ja, ich habe hier schon ein kleines Stück Kienspan eingespannt, denn meine Jacke braucht ein paar Knöpfe und ich kann dabei gleich mal hier meine tolle, hoffentlich tolle neue Säge ausprobieren. Tajima HNB 240, auch so eine japanische Zugsäge. Und ja, genau, ihr habt es gerade gesehen, man kann die sogar so aufklappen. Zack. Ja, das soll irgendwie der Sicherheit dienen, wie auch immer. Egal, heute also unter anderem Kienspanknöpfe. Ich mach mal ein Stück ab. Das sieht doch gleich ganz anders aus. Ja? Vorher, nachher. Der hält schon sehr gut. Meine Befürchtung war, dass die sofort brechen. Aber das hält schon sehr gut. Ich mach gar nicht viel dicker. Ich muss gar nicht so dick machen. Hier fällt gleich alle drunter. Ja. Das sieht schon geil aus, wenn das gegen das Licht hält und es so schön orange schön durchscheint. Und halt noch erstmal, so zerbrechen nicht sofort, das ist schon mal ganz schön. Ich werde einfach jetzt vorher alles einfach mal bohren, bevor ich mich zu sehr mit den Knöpfen beschäftige und die beim Bohren im Endeffekt dann alle kaputt gehen. Okay, ich habe es gerade nochmal getestet, so nach dem Motto, welche nehme ich denn jetzt? Jetzt mit den Löchern drin brechen die natürlich eher, umso dünner sie sind. Ja, weil heißen, ich muss jetzt hier schon die dickeren nehmen, die dann auch mehr aushalten. Also gut, dass ich mehr gemacht habe und jetzt erstmal getestet habe, wie es mit den Löchern ist. Also, was sind das hier? Na, die 4 mm sind es nicht, die 6 hier wohl eher. Ja, die anderen halten aber zum Glück noch. Na gut, habe ich immer noch 4, muss ich mich nur entscheiden. Der hier, warte mal. Der ist vielleicht ein bisschen daneben. Nehmen wir einfach mal die drei hier. So, und dann haben wir immer noch eins zur Reserve. Ey, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe gar keine Drahtbürste. Mist. Also hier braucht man auf jeden Fall nochmal eine Drahtbürste oder sowas, um das halbwegs sauber zu bekommen. Und ich bin noch nicht mal beim ersten durch. Ich bin noch nicht mal mit dem ersten Knopf fertig. Ja, also sieht echt übel aus. Und ich wollte deswegen auch gar kein Sandpapier oder sowas verwenden, denn Kienspan ist ein Material, das sich, wo kann ich denn überhaupt noch fällen, das sich echt übel bearbeiten lässt in dieser Hinsicht. Also nicht irgendwie dran rumraspeln oder dergleichen. Außer man will Abrieb haben. Ne? Den ganzen Abrieb kann man dann natürlich gut abfackeln. Soweit der erste. Hauptproblem ist noch, was ich nicht bedacht habe, sind die Abdrücke des Schraubstocks. Naja. Ja, ich mache jetzt die robuste Tour. Weil erstens kriege ich viel mehr ab, auch wenn ich dann halt nochmal rumschleifen muss. Ist egal, ich habe ja überhaupt nicht mehr wirklich Schleifmaterial. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Also es geht gut. Ich mache hier bloß das Grobe weg. Das Feine, dann werde ich halt gleich wegschleifen. Der ist der zweite. Ja. Ging auf jeden Fall ein bisschen schneller, auch wenn er Abdrücke hat. Kurzzeit zwischen Stand der Pfeile. Also mit der Seite kann man noch feilen, hier vorne. Oder hier mit der Seite, genau, mit der Seite kann man noch feilen. Jetzt fehlt noch was Essentielles. Die Jacke geht ja, wird ja so Stück für Stück sozusagen erweitert und erweitert. Und naja, wenn die Knöpfe dran sind, wäre schon mal ganz schön. Aber für die Knöpfe fehlt noch was. Ja, eins... 2, 3. Ich brauche hier ja noch irgendwie was zum ja anknüpfen. Ja, also muss ich die erstmal noch mal annähen und hier noch einen entsprechenden Schnitt reinmachen, Schlitz reinmachen, dass die Dinger hier auch durchkommen, durchpassen und dann kann ich erst die Knöpfe annähen. Alles aufwendiger als man mal denkt.
Die Nadel hier ist auch schon ganz schön krumm wieder. Ich hoffe, dass ich hier noch, ich bin jetzt beim zweiten fast fertig, ich hoffe, dass ich hier den dritten auch noch ranbekomme. Es wäre gemein, wenn jetzt die zweite Nadel, und ich habe jetzt nur zwei bei, auch noch kaputt ginge. Also ja, ich hoffe, dass ich jetzt hier den dritten noch ranbekomme. Aber natürlich vergessen, dass ich noch was annähen wollte. Nämlich auf der Rückseite gibt es doch immer mal sowas, ich nenne es mal eine Raffung. Ja, damit das halt nicht so wie so ein Zelt drum hängt. Und da bräuchte ich natürlich auch noch ein bisschen was. Also hoffe ich, dass die Nadel durchhält. So, jetzt wird es kriminell, wie es immer so schön heißt. Jetzt nähe ich ihr einen ersten Knopf an. Mal gehen, da. Das ist ja auch schwerste. Vielleicht mache ich den wirklich kleiner. Hier geht zwar durch, aber nur mit Ach und Krach. Na gut. Also 1, 2, 3 Knöpfe sind schon mal dran, aber die werden bestimmt noch nicht so vernünftig sitzen. Ich ziehe das Ding einfach mal. Ich bin richtig hibbelig. Hier noch den anderen Spiegel, das sitzt, und hinten, wie gesagt, hatte ich gedacht, noch mal so eine Art Raffung zu machen, aber ganz ehrlich, das, ob ich das jetzt mache, nö. Ich habe mich gerade so gefragt und ich muss hier stehen, ich habe jetzt Schnauze voll, mit Nähen reicht es mir, ich bin zufrieden hier mit meiner Jacke. Ja. So, so ein Video mit drei Knöpfen ist vielleicht ein bisschen langweilig, deswegen gibt es jetzt noch was zu essen. Und da ich wie ein armer Ritter aussehe, gibt es, genau, ein armer Ritter. Doch um den zu machen, muss ich jetzt erstmal Vorbereitung treffen. Vielleicht erstens Feuerchen und zweitens, ja, irgendwas um das hier zu halten und um damit darin rumzustochern. Schritt 1. Feuer brennt und ich entschuldige mich oder muss mich erstmal wieder entschuldigen für den Lärm, aber es wird hier keinen Moment geben ohne, leider. So, armer Ritter, wie macht man überhaupt armer Ritter, beziehungsweise wie mache ich armer Ritter, weil da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten.
Ich mache heute Amaretta mit zwei Eiern, einer Zwiebel und ein paar Toastscheiben. Und von wegen, was ist Amaretta? Ja, das ist in Anführungsstrichen Amaretta, weil es darum geht, entweder altes Brot oder gegebenenfalls ein paar alte Eier noch zu verwerten. Oder halt beides. Und das ist sinnvoll. Dazu kommt noch ein bisschen Salz und man könnte auch noch ein bisschen Muskat dran machen. Aber da es ja für Amaretta ist, gibt es den heute ohne Muskat. Als erstes muss die Zwiebel dran glauben. Heute muss hier mein Kochtopf daran glauben für die Matschepampe, die ich hier gleich machen werde. Als nächstes mache ich hier einfach die Eier rein. Dann zupfe ich das Brot hier rein. Und ich denke mal, das Brot ist auch eher das, das es am nötigsten hat, das ist etwas trocken. Das Toastbrot. Aber das macht ja auch die Konsistenz. Ja, zugegeben, so sieht es natürlich jetzt noch nicht so lecker aus, aber wenn es aus der Pfanne kommt, schon. Noch ein bisschen Salz. Zwei, drei Prisen, ich hab's lieber ein bisschen salziger. So, Feuer geht wieder an und ordentlich Glut ist am Start. Dann nehmen wir uns jetzt ein bisschen Glut raus und fangen an zu köcheln. Daneben gegangen, ja, passiert. Ja, ich teile es mal ein bisschen besser finden hier. Okay. Ja, die Jena habe ich ein bisschen angebraten, aber insgesamt sieht das doch ganz gut aus. Ja. Ist zwar noch ein bisschen matschig, aber ich. Hätte sogar noch eine vierte Prise Salz rein können. Frühstück ist. So. Ihr lasst es mir jetzt noch schmecken und falls ihr den armen Ritter schon kanntet oder auch nicht, egal. Bis zum nächsten Mal.